Aber wenn man diese Erfahrungen gemacht hat und weiterhin dann nach dem Alten trachtet, dann war diese ganze Erfahrung umsonst. Also irgendetwas, und da spricht ein zutiefst gläubiger Mensch zu dir, irgendetwas Positives hat diese unglaublich zerreißende Erfahrung, die Flüchtlinge machen. Für jeden Einzelnen ist das eine große Lehre. Also die wir gläubige Menschen mit Dankbarkeit annehmen. Sagen, danke Gott, dass du mir das antust. Denn dadurch zeigst du mir etwas, was ich nie gesehen hätte, wenn ich in Frieden und Wohlstand weiterhin in Kabul gelebt hätte. Ich wäre nicht der Heutige. Ich wäre bestimmt Arzt, hätte gut Geld verdient, wäre vollkommen stumpfsinnig für all diese Bewegtheiten und diese Menschlichkeiten, die mich heute zutiefst berühren.